An einem lauen Frühlingstag lag ich mit Porthos auf einer Lichtung im Wald. Die Sonne ging unter, es wurde langsam kalt. Doch waren wir vertieft in einen Streit, der uns seitdem nach wie vor begleitet. Et und wo eine Lösung noch sehr weit erscheint. Denn aus einem Scherz heraus fasste ich mir ein Herz und sagte völlig frei, dass ich auch gern irgendwann mal König sei. Dass das aus Gründen der Monarchie eh nie etwas wird und mich ein Dutzend weitere Hürden daran hindern würden, war mir natürlich bewusst. Doch das war nicht der Grund, aus welchem unser Ehrenmann sich den Bauch vor Lachen hielt, bis er endlich ein Wort dafür fand, was ihn so erheitert. Du? König? Und dann folgte er weiter, wie solle das gehen mit deinem Geschlecht? Verstehe er mich recht, dass eine Frau nach den Rechten eines Landes schaut, den Krieg dirigiert, mit Problemen jongliert und gegen den Bischof intrigiert? Ich war erstaunt von dieser absoluten, nicht schlecht gemeinten, aber sicher auch nicht guten Ignoranz, die da laut aus seinem Munde geraunt. Und als er damit schloss, dass es nicht einmal einen Namen für das gäbe, was ich da wolle irgendwie, da schoss es aus mir heraus. Natürlich König, die. Die König? Klingt ein bisschen eintönig, grinste er mich an. Was solle das bedeuten? Dass man ab jetzt bei den Berufen von allen möglichen Leuten den Artikel anpasse an das jeweilige Geschlecht? Die Stuhlfabrikant, die Apotheker, die Landwirt und die Unternehmer? Mein kleines Wünschlein hätte leider eine Konsequenz für die Sprache allgemein. Kurz und bündig, die König, nein. Auf dem Heimweg schwiegen wir, er und ich. Wich N aus mit dem Blick, falls er sich traf, bis plötzlich die Kugel einer Muskete haarscharf an unseren Ohren vorbeiwehte. Die Kugel aus Blei zerfetzte einen Baum und bevor wir uns konnten in die Augen schauen, kam gleich eine zweite und schlug ein in der Weite. Wir zückten unsere Degen. Doch ward es schon finster. Ganz hinten aber sahen wir glitzernd das Amulett an der Brust und haben gleich gewusst, der feine Kerl muss vom Bischof sein. Doch aufgrund der Ferndistanz sahen wir keine Chance. Wir konnten nur verlieren, denn wie willst du mit einem Degen einen in der Ferne duellieren? Doch, als hätten wir uns abgesprochen oder am selben Ideenkraut gerochen, holten wir aus mit unserer Rechten, vertrauten den Mächten, die auch die Vögel tragen, und warfen unsere Degen der Erscheinung entgegen, wohlgemerkt mit der Spitze voran. Und sahen dann, wie die Gestalt zu Boden sank und das Blut schon bald kalt in der Erde verschwand. Zu Hause, an meinem Sekretär, mit einem Glas Wein zum Verzehr, lag so schwer auf der Brust dieser Frust von dem Nein, das so bestimmt aus Porthos Mund zu meiner Idee König zu sein. Und so wurde ich plötzlich ganz wund. Denn wir beide, wir waren füreinander da. Ein echtes Duo, ein Musketierpaar, das aufpasst, dass dem Gegenüber nichts passiert. In jenem konkreten Fall keine Kugel einen Hautlappen massiert. Und trotzdem ist da etwas, das uns voneinander trennt. Wir können nicht gleich sein, wenn man dafür keinen Ausdruck kennt. Ich kann nicht gemeint sein, wenn die Zunge mich nicht beim Namen nennt. Und als ich dann sehe, bei meinen Studien in Latein, dass es da eigene Artikel, eigene Wörter gibt, dass das alles nicht so grob, sondern wirklich ganz fein Buchstaben zu einem Sinn vereint, da kam mir die Frage, ja, wie kann denn das sein? Wenn das, was wir sagen, stammt aus dem alten Rom,
die gesamte Grammatik, unsere Kommunikation, wenn das früher anders war als jetzt und hier, hat das jemand bestimmt? So auf ewige Zeit? Dass jetzt einfach alles ohne die Frau? Also, das fand wirklich jemand schlau. Der Hälfte des Volkes keinen Laut mehr, ja, keine Sprache zu geben und alles zu zwingen ins Männliche eben? Das ist doch Gewalt. Wenn einfach ein jemand dich ausradiert aus einer Sprache, die eben einst entstand, in etwas anderem gewandt. Und das gehört geändert. Ganz radikal. Zurück zu den Wurzeln, zum vorherigen Integral. Denn integriert muss werden, was uns umgibt, weil sich nur das, was sagbar ist, in unsere Wahrnehmung schiebt. Und mit dieser Erkenntnis am nächsten Morgen ging ich zu Porthos. Der war noch in Sorgen, dass sein Degen voll Blut. Und ich sagte, ist gut, jetzt. Setz dich mal hin. Und erzählte ihm von meinem erdachten Gewinn. Ich breitete mich aus und warf ihm vor, dass er mir das Tor zu meinem spontanen Wunsch einfach so verschloss. Mich abwertend ansah von seinem hohen Ross. Schallend lachte und dieser Laut eben etwas mit mir machte. Ein Geschoss ist in meinem Ohr. Denn wenn ich keine Worte habe zum Träumen, ja, wovon träume ich dann nur? Er sah mich an. Mit seinem fragenden Blick, legte seinen Kopf ganz sanft ins Genick und nachdem er durch den Raum machte einige Schritte, meinte er, du hast recht, vergib mir bitte. Ja, und das ist meine Anekdote zu uns Musketieren, weil auch, wenn hier jemand mal mit den Worten rung, wir das hier akzeptieren und uns sagen können, Entschuldigung. König werde ich übrigens nie. Auch keine Königin. Ich habe sowieso keine Lust auf das Landesregie. Stattdessen will ich an die Akademie, um zu forschen, wann wir mit Sprache uns duellieren und wann wir im Einklang sprechend koexistieren.